Hi Leute, diesmal geht es um ein echtes russisches Radio, ein Quarzradio aus Russland, AM und SW, also ich denke mal Mittelwelle und Kurzwelle. Hier ein Schalter, Mittelwelle und Kurzwelle, geht sehr leicht, es hat Druckknöpfe, mal aufmachen, das mal rausholen da. Die Antenne steht da raus, die könnte man so auch noch rausziehen, okay. So, das Radio hat eine 1 Meter lange Antenne, ganz schön lang. Dann werde ich das mal aufmachen. Ich glaube, hier hat es einen Batteriedeckel. Und schaut ein bisschen blöd aus. Das sind zwei Drähte, die sind teilweise oxidiert. Da liegt ein Batterieclip einzeln drin. Ich glaube, da ist die Batterie mal ausgelaufen. So schaut das zumindest aus. Ja, riecht auch nach Batterie. Da ist eine Batterie ausgelaufen in dem Radio. Dann schraube ich das mal auf an den zwei Schlitzschrauben. So, jetzt habe ich es offen. Man sieht, es ist ein echtes russisches Gerät. Riesengroße Bandfilter da. Riesengroße Bandfilter, ein Rekondensator. Dann hier russische Transistoren. Die sind unverkennbar, die russischen Transistoren. Genauso wie hier und hier. Da. Die schauen schon nach Russland aus, die Transistoren. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Schöne russische Transistoren. Dann hier ein Trafo. Eine Ferritantenne, glaube ich, das ist für Mittelwelle und das hier wird für Kurzwelle sein. Der empfängt Kurzwelle magnetisch. Dann werde ich mal, hier haben wir Kondensatoren, die Röhrchenkondensatoren und Drehkondensatoren. An sich ein schönes Radio. Ich werde hier mal Strom drauf lassen und dann mal schauen, ob das funktioniert. Ich sehe kaum Alkos hier. Vielleicht ist das ein Alko. Ja, ich habe Strom drauf gelassen und habe hier ein bisschen hingeklatscht, weil es hat nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert es scheinbar. Nach Mittelwelle, nach Kurzwelle. Aber das hier ist locker. Nicht gut, wenn es locker ist. Ich glaube, jetzt bin ich auf Kurzwelle, oder? Ich glaube, so muss das, weil das Rauschen Maximum hat. Das da ist ab, irgendwie. Das ist noch fest. Das hier ist bei der Lokaloszillator. Das da. Ja. Ja, das hat ja funktioniert. Braucht nur einen neuen Batterieclips. Dann funktioniert das. Es hat scheinbar noch nicht mal ABC-Probleme. Sogar die Echos sind noch ganz bei dem russischen Radio. Nur der Transistor hier, der das so in der Luft hängt, der hat irgendwie entweder ein Kurzschluss oder ein Wackelkontakt. Das ist so ein ganz flacher, wo hinten die Drähte rausgehen. Ein russischer Transistor. Wow, wie sie damals die Transistoren gebaut hatten in Russland. Dann haben wir hier eine Germaniumdiode. Ah, das war zu, ne? Hier eine Germanium. Sollt ihr mal leiser machen. Das Radio ist richtig laut. Schöne Widerstände, auch teils auf Russisch die Bezeichnung. Dann hier eine Germaniumdiode, ich denke mal zur Demodulation. Das ist ja ein richtig schönes Radio, schöne robuste Drehkondensatoren und die großen Bandfilter aus Russland.
ein Trafo und noch ein Trafo. Das sind die beiden Lautsprecher-Ausgangstrafos. Hier, der schaut auch aus, eben von Hand zusammengesteckt. Dann hier große Kondensatoren, große Scheibenquelle mit Kondensatoren. Was ist das? Kunststoffteil, schaut aus wie ein Filter. Auch eine russische Bezeichnung drauf. Aber ich denke, das schaut schon gut aus. Das hier und das, das werden die beiden Gegentakt-Transistor-Endstufen sein. Das wohl die Vorstufe. Dann hier, das ist ein, ich glaube, das ist ein Elko. Das ist auch ein Elko. Und das hier ist ein Transistor. Das daneben ist ein Transistor. Die Bauform kennen wir. Schönes Radio. Ja. Ein Ausschalter, ziemlich robust, mit Lautstärke-Potty darunter. Und hier nochmal ein Drehkondensator und noch einen, da ist sehr viel zum Einstellen. So, ich habe das Radio mal an einer 9-Volt-Block-Batterie dran. Und was ich höre, ist PLC. Auf der 6070 kHz, wo Radio DRLC kommen sollte. Die ist nur PLC zu hören. Und das ist echt schlimm. Schönes PLC. Versuchen aber trotzdem mal was zu senden. Ich gehe jetzt mal mit dem auf 6070. Und schau, dass ich das da hier, also starte in die Audioquelle und schaue, dass ich das da richtig eingestellt bekomme. Das funktioniert soweit, aber ist die Antenne ist hier direkt an der. Daher ist es noch stärker als das PLC. Wenn ich den DTS wieder ausschalte, höre ich wieder das PLC. Leider. Vielleicht klappt das ja mit Radio DRLC. Mal gucken. Aber so wie es scheint, funktioniert das Radio, obwohl ich noch nicht mal Elkos getauscht habe. Ach ja, das sind Elkos hier, keine Transistoren, habe ich mich vertan. Die einzigen Transistoren, die hier drin sind, sind die vier. Also diese vier von der Bauform und vier von der Bauform. Da ist einer hier, und einer noch hier drunter. Das Radio hat 8 Transistoren. So, jetzt wurde ich Radio DRLC empfangen und ich empfange einen Träger. Und es ist ganz, ganz leise. Aber da, wo Radio DRLC sendet, ist heute nur ein Träger. Nur ein Träger. Auf FSCR hört man Radio DRLC. Aber hier sendet wohl jemand einen Träger. Und nur ganz leise kommt es durch. Und DRLC stört natürlich sehr. Sehr starker Träger. Okay, natürlich kann ich den mit Radio nicht empfangen, weil da irgendjemand einen Träger sendet. Voll der Träger. Kann die Richtung leicht ändern. Ja. Unsere Mitarbeiter Ulrich Henner, hier sieht es so aus. Echo Papa hat mal mit den Organisatoren der Ausbildung gesprochen. Hallo, mein Name ist zwei Träger. Auf jeden Fall sendet jemand einen Träger auf der Radio DRLC-Frequenz zur Sendezeit.
Okay, was bedeutet das für mich? Solche Radios sind ziemlich nutzlos geworden, dank unserer schönen PLC-Technik. Da hört man nur noch sowas. Obwohl das Radio hier noch funktioniert, kann man es kaum noch nutzen, außer man hat einen Sender. Jetzt habe ich den Sender eingeschalten und hört das PLC immer noch leicht durch. Dann kann ich eine Audioquelle einschalten. Ich würde sagen, das Radio funktioniert. Ich habe nichts dran gemacht, nur der Transistor hier. Etwas gebogen, der hat wohl einen Kurzschluss gemacht. Die Echos sind auch noch okay, wie es aussieht. Ja klar, mit einem eigenen Sender ist das keine Kunst. Mit so einem kleinen Mini-Sender. Ja, aber ist nicht mehr wirklich nutzbar, leider. Okay, danke fürs Zuschauen.